Ist männlich. Oh. Keule. Wow. Ich wollte erst Schmeule, aber das hört sich noch blöder an. Okay. Ich wollte was wegen Eule, deswegen, aber mir fällt gerade nichts anderes mit Eule ein. Hättest Uhu gesagt oder so, Uhu Patafix. Stimmt, aber ich kam nur auf Eule. An Uhu habe ich nicht gedacht. Jetzt habe ich eine Keule. Ey Keule, komm mal her. Nee, steht ja auf einem Bein, also kann man sagen, da ist die Keule zum Anfassen. Und meine Keule trägt ein Item. Oh, cool. Und ich habe auch einen Sägesang, fällt mir jetzt das auf. Yeah. Wegen dem Schmerbe. Ah. So, was machen wir jetzt? Pokémon ablegen und Evoli Encounter holen. Ach, ich dachte, das hast du jetzt schon. Nein. Okay, dann lege ich mal eins ab. So, jetzt haben wir natürlich wieder das Problem, ne? Welches Problem? Was wir hier in dieser Soling die ganze Zeit haben. Wieso? Ich fange ein gutes Pokémon, du ein schlechtes. Du fängst ein gutes, ich fange ein schlechtes. Na, also tatsächlich würde ich das Noctowl mit ins Team nehmen. Echt? Ja. Aber du hast dich über Hutut mal lustig gemacht. Inwiefern? So, ich nehme das Feuerregel erstmal hier zur Seite, damit ich weiß, dass... So. Was kann mein Feuerregel eigentlich? Will ich mal kurz gucken. Wesen hart. Es ist ein hartes Pokémon. Hart war, glaube ich, Angriff hoch und Spezialangriff runter. Okay. Es kann sogar schon Glut, also hat schon eine Feuerattacke. Und das müsste sich, glaube ich, sofort entwickeln, wenn es ein Level aufsteigt. Es ist schon Level 19. Es bleibt also nicht lange ein Feuerregel. Dann. Gut. Aber ich wollte ein Team-Dings ablegen. Was legst du ab? Ich habe einfach irgendwas abgelegt, weil wir haben ja keine andere Chance. Wir holen ja das andere Pokémon nachher wieder rein. Es ist jetzt nur für den Augenblick, in dem wir das Pokémon einsammeln. Huch. Das war laut. Sorry. So, wo bist du? Vor dem Pokéball. Schon? Ich habe gerade mal das Pokémon abgelegt. Hast du schon gesehen, dass da hinten ein Item ist? Nein, ich will als erstes Pokémon haben. Ich habe das Item ja auch noch nicht geholt, aber ich wollte ja nur mitteilen, dass da hinten ein Item ist. So, jetzt bin ich okay. Ganz oben vor dem Raum. Und ich bin vor dem Ball. Ich bin auch vor dem Ball. Ich drücke jetzt A. Ich auch. Evoli! Ah, und? Danach kommt das ja. Das ist lustig gemacht. Du bekommst ein Evoli und dann möchtest du deinem Pokémon einen Spitznamen geben. Was hast du? Ein Natu. Was? Natu. Ja, ich habe ein C-Draking. Geil! Habe ich noch nie trainiert. Ich habe noch nie eins besessen. Hammer, geil. Ein weibliches C-Draking. Die können wir auf jeden Fall sehr, sehr gerne ins Team nehmen. Du musst mir erstmal einen Namen geben und bevor du einen sagst, welches Geschlecht hat dein Natu? Männlich. Okay, gut. Deins ist weiblich, ne? Ja. Oh, das wäre sogar super gegen das Altaria, weil es auch Drachenattacken hat. Es darf nur kein langsames C-Draking sein. C-Draking ist eigentlich immer schnell. Na, ja, es könnte ja ein Wesen haben, was die Init singt. Ja, ich glaube, das ist trotzdem noch schneller als Altaria. Glaube ich. Weiß ich nicht. Oh Gott, Natu, Natu. Natu ist übrigens. Na gut, was ist es? Eine Eule ist es nicht. C-Draking.
Ach, Quadrake. Nee. Gottes Willen. Nenn's Flusspferd. Weil es eigentlich ein Wasser, also ein Seepferdchen ist, also ist ja. Flusspferd. Hast aber Glück, passt genau hin. Habe ich gewusst. Okay. Wie nenne ich denn NATO? Singvogel. Wow. Du bist ja immer kreativer jetzt. Was ist denn los bei dir? Ja, ich habe erst nachher überlegt, ob es einen Vogel gibt, der so bunt ist wie so ein Nahtum. Aber mir fällt gerade kein Vogelname ein von so einem bunten Vogel. Geil. Nenne ich es jetzt Singvogel. Ist doch super, oder nicht? Ich habe es jetzt Singvogel genannt. Hurra! Ich werde jetzt ein Item holen. Ich laufe gerade runter. Item ist bei mir ein C3G. Eisen. Also wieder nur Geld. Bei mir ist es ein Granitstein. Der, glaube ich, Gesteinsattacken. Uhu. So, jetzt, ja, leider können wir die Pokémon von eben nicht ins Team nehmen. So nicht? Weil du dann das Pokémon aus dem Team nehmen müsstest, mit dem Garados verbunden ist, weil ich sonst zwei Wasser-Pokémon im Team habe. Nee, das möchte ich nicht. Weil ich das Pokémon nämlich jetzt entwickeln werde, weil Lombrero entwickelt sich ja durch einen Stein und den hole ich mir jetzt. Okay. Dann behalte deinen Garados. Auch wenn das C3King wahrscheinlich besser wäre, aber ich möchte unbedingt mein Kapalores haben. Weil das ist denn mitunter das stärkste Pokémon in meinem Team. Ja, ich würde auch gerne das C3King nehmen, weil ich noch nie ein C3King hatte. Ist halt blöd, weil es Wasser ist und was soll ich im Team mit zwei Wasser-Pokémon? Gut, das eine ist ein Wasserdrache, das andere ein Wasserflug, aber. Ja. Das macht die Sache ein bisschen doof. Ich möchte ungern mein Dings rausgeben. Außer nachher für die Feuerarena, da macht das nachher sogar Sinn. Diese scheiß Steine! Da! Ein Wasserstein. Ich kaufe einfach beide. Okay. Ach, du bist schon beim Shoppen. Ja, hier gibt's übrigens auch noch TMs, ne? Ja, ich weiß. So viel weiß ich noch. Oh, ein kleiner Junge, der wegguckt. Ich glaube, das müssten wir später erklären, irgendwie, was wir da machen. Wo? Im Pokémon. Hier ist eine Villa. Gab's die schon immer? Okay, es war auf jeden Fall ein Wasserstein, sehr schön. Oh, ich will nicht in den Aufzug, lass mich hier raus. Oh, Lombrero entwickelt sich endlich. Super. Pass auf, das nächste Item, was ich finde, ist ein Wasserstein. Vielleicht. Kapalores. Wow, Hyperstrahl. Oh, hier kann man Schaufler nochmal kaufen. Hier mit dem Kapalores sollte ich vorerst safe sein. Aber was für TMs hier noch gab? Ich habe so in Erinnerung, dass es hier auch einen Dönerblitz gibt. Möglich. Nicht auf dieser Etage. Der bringt einem nur Konter bei, das sind die Steine. Etage 4 ist was? Stimmt X Spezial und sowas? Ja, Carbon. Andere sind denn diese Spezial.
Fress. Ja. Ich habe Pokémon durchgespielt, noch nicht so weit, hilft die Attacke Konter. Ich will doch kein Konter. Ich brauche noch ein Tafelwasser, einfach für die andere Pissnelke da vorne. Kommst du auf dem Dach übrigens von einem Kleinkind, wenn du ihm irgendwas zu trinken gibst, ein TM, ne? Ach, ist das hier noch so? In irgendeiner Version ging das ja nicht mehr. TM 16. Huhu. Ich renn zu schnell mit dem Turbo-Treter ins Zeug. Was machst du hier in dieser Etage? Kauft ein Geschenk. Ah, endlich mal wieder jemand, der verkaufen will. Ich dachte schon, hier gibt es keine Verkäufer mehr. Ich kann mir einen Brief kaufen. Oder Steine, die ich nicht brauche. Warum haben sie keinen Mondstein hier? Ja, das ist Billigware hier alles. Hat auch mal bessere Zeiten gehabt hier. Oh, du bist der Trainer mit den Aufputschmitteln. Nicht der Trainer, der Verkäufer. Und mit den unnützen X-Dingern. Also für mich unnütz. Ja, für mich auch. Ich spiel den nie. Du bist ein Typ mit blauen Haaren. Gleich meine 100.000 zusammen. Ein Automat. Ich will ein Tafelwasser. So. Dann nehme ich Sprudel. Und eine Limo nehme ich auch mit. So, ich könnte mir noch ein paar. Gibt's jetzt Hyperbälle? Hab ich gar nicht drauf geachtet. Ich glaube nicht. Ich glaube, da stand nur Superball. Ja, Supertrank, Superball stand da vorhin. Schade. Ich kaufe erstmal den Automaten leer, ne? Brauchst ja nichts mehr. Nö, mach du mal. So, noch eine Limo. Kann man hier noch Schönes machen in dieser Stadt? Noch eine Limo. Könnten Pokémon, glaube ich, bei einer anderen Pokémon-Pension abgeben, wenn ich richtig liege. Ich kenne bloß. Gibt's doch bloß die eine oder nicht? Weiß gar nicht. Die Nazoria. Eigentlich ja. Hör mir mal den Münzkorb. Ich will nämlich gucken, was man sich für Pokémon kaufen kann. Das habe ich auch als nächstes vorgehabt. Wir können uns ja auf jeden Fall eins kaufen, ne? Weil die sind ja sowieso gerandomized. Das Problem ist, du musst dafür das Spiel gewinnen. Ja, wir können uns auch einfach die Dinge kaufen, da. Punkte. Hä? Die kann man doch gar nicht kaufen. Doch. Doch. Man kann Geld in Punkte eintauschen. Ja, stimmt, aber es war sau teuer. Drauf an, wie viel Geld hast du? Nicht viel, 38.000. Wäre es dir wert, dafür ein Pokémon zu kaufen? Wenn ich eins kann. Wenn es vom Preis her passt, aber danach habe ich nichts mehr. Ich habe ja auch nichts mehr zum Verkaufen. Also wenn das Geld weg ist, ist es weg. Habe ich nichts mehr. Ja, weiß ich nicht. Musst du denn sagen, ob es dir wert wäre? Ich muss erstmal gucken, wie die Umrechnungszahl ist. Und was es überhaupt für Pokémon gibt. 1000 kostet 10.000. Ja, das nützt mir nichts, wenn ich nicht weiß, wie viel und so. Wie was? Ich muss ja erstmal gucken, was für Pokémon es da überhaupt gibt. Naja, die Pokémon siehst du so ja noch nicht gerandomized, sondern erst wenn du sie gekauft hast, ne? Das ja, ist so, aber vom Preis her. So. Ach ja, ich muss erst den Münzkorb finden. Ich bin so schon mal in die Ausgabestelle gerannt. Abra kostet 180 Münzen. Und ich habe jetzt schon 50 Münzen nur durchs Geschenk bekommen. Was? Hä, welcher Typ gibt mir dann die Münzen hier? Den Münzkorb? Ja. Kaffee. Was? Das ist, wenn du nach ganz unten gehst da und dann das erste Gebäude wird Kaffee. Es gibt hier einen Kaffee? Ja. Das ist ein Kaffee, das sieht aus wie ein Haus. Ganz normales.
Oh, hier gibt's Eisstrahl zu kaufen. Ja, ich weiß. Oh. Da ist der Münzkorb-Typ. 1000. Ich glaube, ich löse jetzt ein bisschen Geld ein. Nein, das tust du nicht. Okay, gut. Doch. 500 Münzen kostet 10.000. Dann rechne mal das bitte um. Du bist ja eh weiter vorne. Was soll ich denn umrechnen? Na, wie viel Geld ich brauche zum Umtauschen. Das erste Pokémon? Ja. 2000. Okay. Ey. 3000. Oh, hier ist ja noch ein Professor, hallo. Ich würde mir gerne Eisstrahl kaufen, aber so viel Geld würde ich jetzt auch nicht ausgeben. Oh Gott, müssen wir schon in die Spielhalle einbrechen als nächstes von der Story her, oder wie? Ja. Aber jetzt kaufe ich mir erstmal das Abra, um zu gucken, ob es wirklich ein Abra ist. Damit du kein Geld verschwenden musst. Doch, ich würde das Abra ja dann trotzdem nehmen. Ja gut, ich auch. Ich kann es ja gegen Brutalanda umtauschen. Ich würde es einfach... Bei mir ist es ein Elektroball. Ach so, wenn du dann sagst, ja, ich möchte das Abra kaufen, kannst du nochmal bestätigen. Lol, ich kann mir Cavaloris kaufen, mein Ernst? Okay. Also du kannst der mittleren Frau dann sagen, ich möchte einen Dratini kaufen und dann sagt sie, du möchtest also Geradax kaufen. Geradax? Ja oder nein sagen. Wo muss ich hin, um die Punkt, um zu tauschen, Geld in Münzen? Wow, das war aber ein schwieriger Satzbauebene. Ja. dafür musst du in die Spielerhalle gehen und dann die blonde Frau, glaube ich. Also ich hätte hier die Chance auf einen Geister-Pokémon. Das war genau nicht die blonde Frau. Dann ist das die daneben. Wie viele Münzen brauche ich? 180. Und 50 kriegst du so alleine schon geschenkt, wenn du die Leute anquatscht. Stimmt. Habe ich vergessen. Also ich hätte eine Chance auf ein Zwirrlicht. Ja, warte doch mal. Aber das ist halt das teuerste, ne? Das kostet 9.999 Punkte. Tja, da brauchst du 9.000 Poké-Dollar. 90.000. Viel Spaß beim Verkaufen deiner Items. So, mal gucken. Jetzt gehe ich mal gucken, auf was ich für eine Chance habe. Ein Abra wäre bei mir ein Knuddelluff, vergiss es. Pipi wäre bei mir ein Barschwar. Dratini wäre ein Geowatz. Sichlor wäre ein Kangama. Okay. Und das Porygon wäre bei mir ein Schluckwech. Was? Das ist alles Müll! Ich bin enttäuscht. Ja, wenn du gar nichts davon haben willst, dann brauche ich sowieso kein Geld sparen für das Zwirrlicht. Also ich kann damit überhaupt nichts gebrauchen. Wir können jetzt aber auch als erst nach rechts gehen, von der Stadt aus gesehen, in diese andere Stadt. Und uns noch ein kostenloses Pokémon holen. Und wohin? Also, nach rechts gehen. Auf Route 7 wieder und dann durch dieses kleine Gebäude durchgehen da. Dann sind wir in Safronia. Ja, und da können wir uns ein kostenloses Pokémon ab... Und eine TM. Hä? Dieser Weg ist versperrt. Sollen wir denn Kaffee holen, oder wie? Nee, wahrscheinlich müssen wir erst die Spielerhalle machen. Meinst du? Ich glaube ja. Weil sie sagt einfach nur, ich bin durstig. Ich weiß, aber das hat sie bei mir vorhin ja auch schon. Ich glaube, wir sind gezwungen, erstmal die Spielerhalle durchzumachen und dann nach Safronia City gehen zu können. Oder wir müssen die Arena hier machen. Ja, ich wollte gerade sagen, du wolltest ja als erst die Arena machen, ne? Eins von beiden, denke ich, müssen wir machen. Mein Togepi ist mit deinem Dicta verbunden. Brauchst du das noch? Ich guck mal gerade. Also in der Arena bräuchte ich es jetzt sowieso nicht. Ich meine allgemein. Das ist ein Dicktree, es ist mein Zerschneider-Pokémon. Ach so.
Momentan brauchen wir aber keinen Zerschneider, oder? Doch, unten für die Arena. Stimmt. Na gut, weil ich hätte jetzt sonst nur gefragt wegen dem NATO oder dem Huthut. Mit was waren die nochmal verbunden? Mein Natu war mit deinem Evoli-Pokémon verbunden. Ich guck mal auf. Rechne, lalala. Dein Evoli-Pokémon ist ein Seedraking. Stimmt. Seedraking oder das andere war Feurigel. Ja. Oh, Feurigel wäre natürlich in der Dings jetzt gut. Na, ich meine, allgemein hättest du dein Feuer-Pokémon, ne? Ja. Also ich wäre sogar bereit, Feurigel dann ins Team zu nehmen und ihm Zerschneider beizubringen. Ich hatte früher schon mal einen Feurigel mit Zerschneider. Brauchst du denn noch einen Boden-Pokémon? An sich nicht, an sich habe ich Drake. Ah ne, Drake ist ja Gesteinflug, nicht Boden. Da habe ich gar keinen Boden-Typ im Team. Außer Feurigel. Obwohl Feurigel ist doch gar nicht Boden. Okay. Ne, momentan brauche ich keinen Boden-Typ im... Dann würde ich das Togepi rausnehmen. Und du möchtest Feurigel, Seedraking? Welches wolltest du? Also weil wir jetzt gegen eine Pflanzenarena wären, mir Feurigel lieber. Wollen wir das denn auch erstmal so endgültig lassen mit dem Team? Mein Geweiher muss ich ja nun einfach doof rumtragen. Mein Voltenso brauche ich momentan eigentlich auch nicht. So. Raya ist mit Ratzfatz verbunden. Ratzfatz hat bei mir Schaufler. Meine einzige Bodenattacke im Moment. Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass wir das jetzt rausnehmen müssen, aber wir könnten es ja dann mal in Betracht ziehen, falls du...